CDU-CSU-Fraktion das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Nuripur hat zu Recht darauf hingewiesen, wir erleben im Jemen eine Krise ungeahnten Ausmaßes. Cholera-Epidemie weitet sich offenbar bedauerlicherweise aus. Es gibt viele Todesfälle. Die Provinz Hadramaut erklärte sich für unabhängig. Präsident Hadi hat den Gouverneur der Stadt Aden entlassen. Darauf flohen alle Minister der Hadi-Regierung aus der Stadt. Bedauerlicherweise nehmen die Unabhängigkeitsbestrebungen im Süden wieder zu. Das Land droht erneut auseinanderzubrechen, was eine schlimme Entwicklung wäre. Und trotz der militärischen Überlegenheit hat die saudisch geführte Allianz im Kampf gegen die Houthi-Rebellen den Frontverlauf nicht entscheidend verändern können. Die Krisen im Jemen sind vielzählig und viele von ihnen sind auch durch die innenpolitischen Krisen hausgemacht. Wer sich die innenpolitische Lage des Jemen ansieht, stellt fest, die saudischen Luftangriffe sind schlimm, sie sind auch unverhältnismäßig, sie sind aber nur eins von vielen Problemen. Deswegen ist es erstaunlich, dass Ihr Antrag, Herr Kollege Nuripur, nur einen Hauptschuldigen nennt, Saudi-Arabien. Wenn wir Ihrem Antrag folgen würden, jedenfalls dem Entwurf, den Sie vorgelegt haben, vielleicht können wir ihn verbessern, dann würde Deutschland aus unserer Sicht keinen sinnvollen Beitrag zu einer Friedenslösung leisten, sondern nur den moralischen Zeigefinger heben. Außenpolitik ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr. Und wenn Sie bewerten, was die deutsche Regierung in der Vergangenheit gemacht hat, sollten Sie bitte nicht zu gering schätzen, dass die Bundeskanzlerin in diesen Zeiten, standen ja einige Wahlkämpfe an und es steht auch im Bundestagswahlkampf bevor, eine Reise in die Region gemacht hat, in Jeddah war, dort auch mit den Saudis gesprochen hat und sehr klare und deutliche Worte auch zu den Luftangriffen in Jemen gefunden hat. Hätte ich gut gefunden, wenn Sie es auch mal gewürdigt haben. Da Sie es nicht tun, will ich es tun. Ich freue mich, dass die Bundeskanzlerin dort in der Region gewesen ist und auch klar sich positioniert hat. Ich will darauf hinweisen, dass der UN-Sondergesandte Sheikh Ahmed, der im März hier in Berlin war, gesagt hat, dass man im Jemen keinen Fortschritt erzielt, wenn man die Sicherheitsinteressen Saudi-Arabiens bei den Verhandlungen zu wenig berücksichtigt. Saudi-Arabien ist seit 2 Jahren unter dem Beschuss ballistischer Raketen durch die Houthis. Das muss man sehen. Die können sogar die Hauptstadt und die könnten auch die heiligen Städten erreichen. Jeder ahnt, was dann in der Region los wäre. Die Houthis greifen mit sprengstoffbeladenen Booten Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab an und verminen den Seeraum. Im Oktober 2016, so lange ist das noch nicht her, wurde dabei ein Frachter der Vereinigten Arabischen Emirate zerstört. Dem muss man Einhalt bieten, wenn auch weiterhin Hilfslieferungen, das glaube ich, unser gemeinsames Interesse in den Jemen gelangen sollen. Ich will nicht verschweigen, und das habe ich gerade schon angesprochen, dass die saudischen Luftangriffe erhebliches Leid unter der Zivilbevölkerung hervorrufen und bislang es keine strategische positive Veränderung gegeben hat. Wir haben Saudi-Arabien immer wieder gesagt, dass es eine politische Lösung braucht und keine militärische geben wird. Und Sie sind ja gemeinsam, auch bei einem gemeinsamen Besuch des Außenministers Steinmeier zu damaliger Zeit, noch dabei gewesen und haben miterlebt, wie Frank-Walter Steinmeier das sehr deutlich dort gesagt hat. Und Sigmar Gabriel hat sich dem jetzt angeschlossen und hat am 16. Mai dazu auch entsprechende Erklärungen abgegeben. Deswegen möchte ich ausdrücklich den ehemaligen und den jetzigen Außenminister da in Schutz nehmen. Das Außenamt der Bundesrepublik Deutschland hat sich ganz eindeutig hinter die Vermittlungsbemühungen des UN-Sondergesandten gestellt. Und diese Politik werden wir weiterhin unterstützen. Das ist das einzig Sinnvolle, was hier überhaupt zu einem Ergebnis führen kann, Herr Kollege Nuripur. Deutschland ist hier insgesamt gut positioniert. Nein, wir sind an der Stelle auf keinem Auge blind. Und im Übrigen ist Deutschland zum Glück in der Lage, auch finanzielle Mittel zu ermöglichen. Ich will auf die Geberkonferenz hinweisen, die am 25.04. des Jahres 50 Millionen Euro nochmal für humanitäre Hilfe und 55 Millionen für die Entwicklungszusammenarbeit aus deutscher Sicht nochmal zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein minimaler Beitrag für die Not,
aber das ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag insgesamt. Und deswegen glaube ich, insgesamt brauchen wir einen etwas übergreifenderen Ansatz als denjenigen, den Ihr Antrag zumindest geliefert hat. Ihre Rede hat da schon erste Andeutung gemacht, wie man das noch verbessern kann. Und daran sollten wir in den Ausschussberatungen vielleicht ansetzen, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Denn eines ist klar, das menschliche Leid im Jemen muss verringert werden. Und dazu müssen wir an alle appellieren. Dazu brauchen wir Saudi-Arabien, aber dazu brauchen wir auch den Iran und dazu brauchen wir auch Einfluss auf die Houthis. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin hat Sevim Dagdelin das Wort für die Fraktion Die